Meine lieben Pfeifenfreunde auf YouTube, jetzt geht's Schlag auf Schlag, aber ich hab's dann auch bald durch. Es geht wieder mal nach Italien und in dem Falle möchte ich eine Lanze brechen für eine Pfeifenfabrik, die da einst einen sehr guten Ruf hatte, der im Laufe der letzten Jahrzehnte bloß leider ziemlich verspielt worden ist. Um 1900 gründeten die Brüder Lana eine Fabrik für die Fertigung von Brügger-Holzpfeifen, die wirklich gut gewesen sein muss, weil um 1930 hatten sie wohl 120 Angestellte. Ich glaube, heute wäre sowas weltweit undenkbar. Nach dem Krieg übernahm Lorenzo Tagliabue oder Bü die Firma und wurde bekannt für seine größeren, großen, aussagekräftigen Pfeifen, die in solchen kleinen Geschichten mündeten. Ich glaube, im Hochrhein habe ich das mal gelesen, dass der Autor zu Besuch bei Lorenzo war und der ihm ein ganzes Lager voller Plateauholz zeigte, mit der Anmerkung, die kann er gar nicht gebrauchen, weil seine Kunden wollen alle nur große Pfeifen haben und die Plateauware ist zu klein. Eine nette Geschichte, den Wahrheitsgehalt lassen wir mal dahingestellt. Das macht aber nichts. Bis 1987, dem Tod von Lorenzo Tagliabue, kann man wirklich Lorenzo als eine sehr gute Pfeifenmarke bezeichnen. Dann wechselte leider häufiger der Besitzer und auch die Qualität ließ sehr stark nach, beziehungsweise schwankte sehr stark. Mittlerweile ist der Name wohl im Besitz des deutschen Unternehmens Hellmann, der je nach Bedarf wohl irgendwo in der Welt die Pfeifen herstellen lässt. Wie unser lieber Dieter Niermann schon mitteilte, gibt es da auch schöne Stücke. Man muss heutzutage etwas mehr aufpassen als früher. Ich hatte mal zwei große Lorenzo. Die eine ist mir mal vom Fahrradfahrer getötet worden. Der hat die mir einfach aus dem Mundwinkel gerissen. Ich könnte ihn heute noch erschlagen dafür. Aber eine habe ich noch. Und zwar, wie sich das gehört, was Großes. Eine Lorenzo hat groß zu sein und mit einer ausgesprochen schönen Maserung, guckt es euch doch nur an, ach ja, das ist eine Flamme mit dem berühmten L auf dem Mundstück. Und mehr Kennzeichnung hat er nicht. Diese Seidenmatte war eigentlich auch ein Kennzeichen der Lorenzo Pfeifen. Und wer ein gutes Pfeifchen haben will, dies ist nun ohne 9mm, aber die gibt es natürlich auch viel in 9mm, der sich nicht scheut, auch mal ein bisschen mehr Holz in der Hand zu haben, der kann sich schon nach Lorenzos umgucken. Bloß, wie gesagt, bei den neueren muss er sehr gut hinsehen. Also, ich habe bei dem großen Klotz gerade mal zwei kleine Stellen gefunden. Also zwei Spots sind drin, gekittet ist nicht. Dann kann man denn schon noch tolle Stücke kriegen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Ich hoffe, mein kleiner Streifzeug durch Italien hat euch ein wenig gefallen. Seid mir nicht böse, wenn in nächster Zeit eben nicht so viel passiert, aber am Augenblick steht unendlich viel an. Und ich wünsche euch alles Liebe, euer René.